Fieber runterkriegen. So ist brav. Und dann Desinfektionsmittel. Ich kenne mich da aus. Also ich jetzt nicht. Die Madison hat es ja gesagt, sie kann es nicht, aber ich kann das. So, einmal den Arm desinfizieren, ganz langsam. Und diesmal stillhalten, mein Freund. Sonst tut's wieder weh. Andere Seite auch? Nö? Okay. Ey, jetzt komm, verbinden. Hallo, nicht ich habe alles schmusen. Desinfiziert. So. Brandsalbe haben wir nicht. Wir sind ja nicht... Wären wir jetzt nämlich an den Strom gekommen, dann hätten wir uns verbrannt. Böse. Haben wir aber nicht, deswegen Verbandszeug drüber. So. Einmal rum und rum und rum. Und rum und rum und rum. So, perfekt. Wunderbar. Er ist bewusstlos. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. Aber wieso ist bei ihm bloß der eine Arm, so, das habe ich jetzt im Moment, ist mir jetzt im Moment das erste Mal aufgefallen. Aber ich verstehe es nicht. Finde ich ein wenig komisch. Und die Füße hat er sich auch aufgeschürft, hat es auch nichts gemacht. Du kannst ruhig schlafen, Madison. Aber sie ist süß. Sie wartet. Die ganze Zeit an unserem Bett. Bis wir aufwachen. Jetzt. Na? Wie geht es Ihnen? Na, die Lady hat dich was gefragt. Schon besser. War ich lange weg? Ungefähr 3 Stunden. Warum spielen Sie den Samariter? Sie kennen mich nicht mal. Ja. Als ich noch klein war, habe ich immer alle meine Brüder verarztet, wenn sie sich mit den anderen Kindern auf der Straße geprügelt haben. Ich glaube, ich spiele einfach gern den Samariter. Ja. Finde ich gut. Danke. Ich muss mal eben schnell Nase putzen. Entschuldigung. Sie sagen, Sie sind hier, weil Sie nicht schlafen können? Ich, sorry, jetzt habe ich es natürlich verpasst. Ich möchte lieber nicht darüber reden. Ist das in Ordnung? Tut mir leid. Sie, stecken Sie in Schwierigkeiten? Viel größere, als Sie sich denken. Tut mir leid, ich bin viel zu neugierig. Ja. Ich meine, schließlich kennen wir uns ja kaum. Ja, richtig. Warum sollten Sie mir trauen? Ja. Hören Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe, aber ich denke... Es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Ich möchte helfen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Niemand kann das. Sie haben schon viel getan, Madison. Okay. Ich gehe dann. Ja, bitte. Ich will weitermachen. Viel Glück. Prüfung Nummer 3. Na? Da. Die 3. Das Chamäleon, Echsen. Sind sie bereit, ein Opfer zu bringen, um ihren Sohn zu retten?
9711 Maple Street. Marble Street. Egal. Sind wir bereit, ein Opfer zu bringen? Ich glaube ja. Ich war es nicht, ich schwöre, ich war es nicht. Ich mache so etwas nicht, ich bringe keinen um. Nein? Warum sind Sie dann vor der Befragung weggerannt? Wissen Sie doch, ich war nicht bei meinem Bewährungshelfer. Ich war nicht in den Knast. Hab die Cops gesehen und bin weg. Ja, nee, ist klar. Ich hab nicht nachgedacht. Du hättest mich fast umgebracht, du Wichser. Seine Aussage ist geprüft. Er hat ein Alibi für 3 der Morde. Der Drecksack hat perfekt gepasst. Shit. Klappt nicht immer. Ash? Na? Okay. Alles klar. Die Mutter von Sean Mars ist hier. Sie würde gern mit dir sprechen. Die Mutter? Ach so. Hä, warum ist die da? Es war vor ein paar Monaten. Mitten in der Nacht. Es hat geregnet. Oh, Ethan, das ruckelt total. Um 3 Uhr nachts heim. Ich fragte, wo er war. Er sprach von Ertrinken, Regen. Es ergab alles keinen Sinn. Da war etwas in seinen Augen. Als wäre er nicht er selbst. Vielleicht gibt es keine Verbindung, aber am nächsten Tag gab es einen neuen Bericht von einem Opfer des Origami-Killers. Die hält mich jetzt echt für einen Origami-Killer, oder was? Finden Sie schon. Ich bitte Sie. Ich glaub's nicht. Hä, aber warum sind wir um 3 Uhr nachts heimgekommen, als wir noch mit ihr zusammen waren? Ergibt doch gar keinen ich Sinn. Ich bin Lieutenant Carter Blake und das ist Agent Norman Jaden vom FBI. Wir wissen, dass Ethan Mars ihr Patient ist. Wir hätten ein paar Fragen über ihn. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Wie war das? Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht. Ich darf unter keinen Umständen über meine Patienten sprechen. Das ist mir vollkommen egal. Ich muss Mars lebend finden. Und mich interessiert Ihre Schweigepflicht einen Scheiß. Wenn Sie einen Patienten verdächtigen, sind Sie verpflichtet, es der Polizei zu melden. Tut mir leid. Ich kann nicht helfen. Und jetzt gehen Sie bitte. Sie müssen uns helfen. Zu Ihrer Sicherheit. Hey. Ich weiß, Sie wollen doch keinen Mörder decken. Sie müssen uns unbedingt alles sagen, Doktor. Drohen Sie mir etwa? Ich gebe Ihnen nur einen kostenlosen Rat, Doc. Nehmen Sie ihn an. Blake, das reicht. Wir verschwinden hier. Ich werde mich über Ihr Verhalten bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Blake? Doktor, Blake? Auf die Nerven. Für mich zählt nur, den Jungen zu retten. Und jetzt sind Sie so nett und sagen uns, was Sie wissen. Sonst garantiere ich für nichts. Blake, hören Sie auf! Sofort! Lassen Sie mich! Sie haben dazu kein Recht! Arschloch. Jetzt ist gut, Mann. Los, Doc. Wollen Sie es leicht oder schwer? Es ist Blake. Nicht ruckeln. Blake. Sie haben kein Recht, ihn zu prügeln. Danke. Ich rette ein Kinderleben. Verdammt. Verpissen Sie sich. Wenn Sie den Mann nicht in Ruhe lassen, melde ich Sie und Sie sind raus. Was ist denn los mit Ihnen, Norman? Kalte Füße? Nicht ruckeln, Mann. Sean nicht mehr retten? Ich will Sean Mars retten, genauso wie Sie. Aber ich halte mich ans Gesetz. Hören Sie mit dem Scheiß auf. Jetzt, sofort. Genau, so sieht's aus, Alter. Ethan Mars hat psychische Probleme seit dem Tod seines Sohnes. Er fühlt sich verantwortlich. Eine krankhafte Neurose. Bilder ertrinkender verfolgen ihn. Vor ein paar Wochen, nach einer unserer üblichen Sitzungen, fand ich das auf dem Boden. Es war aus seiner Tasche gefallen.
Verdammt, das ist eine Figur von uns. Das passt jetzt wieder so toll alles zusammen. Das halten uns alle wieder für den. Jetzt halten uns alle für den Origami-Killer. Sind wir es denn? Wer weiß. Einerseits ist es unlogisch, weil wir würden uns ja das selber wahrscheinlich nicht antun, bei unserem eigenen Sohn. Andererseits, vielleicht sind wir ja mal richtig krank im Kopf. Seit dem Tod unseres Sohnes. Vielleicht ist da voll die Glühbirne durchgebrannt. Sicherung. Nicht Glühbirne, Sicherung. Ash, setz jeden verfügbaren Mann auf Ethan Mars an. Beobachtet sein Haus Tag und Nacht. Gib einen Suchbefehl an alle Behörden raus. Beobachtet die Bahnhöfe, Flughäfen, Busstationen. Ich will jeden Kopf an seinem Arsch, damit er kapiert, dass wir es wissen. Ja, Ethan Mars ist der Origami-Killer. Okay, das verrate ich jetzt. Nein, wir sind nicht der Origami-Killer, verdammt. Das nervt mich gerade. Das geht gar nicht. Ach Gott. Ja, gut. Das ist doof. Aber wir kriegen das hin. Wir bringen das wieder in Ordnung. So. Da sind wir. Und genau, ich werde jetzt hier eine ganz kleine Pause wieder machen. Schon spät. So. Ja. Bleibt dran. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Ansonsten, naja. Ich habe noch andere Let's Plays. Und mein Bruder auch. Nee, Quatsch, Spaß. Nee, ich hoffe, ihr bleibt dran. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao.